Was macht Ihre Krankheit mit Ihnen? Sie sind sicherlich, wenn Sie zurückdenken, nicht mehr so belastungsfähig, wie bevor Sie das hatten oder bevor es stärker geworden ist. Vielleicht auch anfälliger für Infektionen. Gerade wenn man eine Lungengeschichte hat, ist man häufig anfälliger für Infektionen auch im Lungenbereich. Es verändert sich auch, weil wir uns nicht so belasten können, weil die Atemnot schnell kommt, letztendlich die Beweglichkeit und die Maximalkraft im Körper, weil wir es nicht so nutzen. Und je älter wir werden, umso mehr wird die Maximalkraft abnehmen. Das heißt, wir dürfen eigentlich gerade andersrum, als wir es tun, im Alter aktiver werden, um das zu erhalten, was wir brauchen. Ja, nämlich maximale Kraft, Beweglichkeit und Stabilität. Dazu kommt häufig dann auch die Angst. Man ist nicht mehr so beweglich, man ist unsicher, es ist dunkel draußen, jetzt wird's glatt. Man hat Sorge, nach draußen zu gehen, weil man unsicherer ist, instabiler. Man hat Angst, dass man stürzt, dass man eine Folgeerkrankung hat. Und wenn man stürzt und vielleicht sich vorstellt, das Bein ist gebrochen und ich kann jetzt nicht so laufen, und dann malt man sich Bilder aus und sagt, Mensch, dann liege ich nur, dann wird's mit der Lunge schlechter. Ah, da bleibe ich lieber gleich daheim. Und da möchte ich, dass Sie lernen, ein bisschen umzudenken. Was passiert noch mit dem Krankheitsbild? Es ist eine chronische Erkrankung. Chronische Erkrankung geht immer einher mit Erschöpfung, auch mit mentaler Erschöpfung. Wenn man sich nicht so bewegt, wird das Gehirn auch nicht so durchblutet, wir werden nicht so gefordert, wir gehen nicht so raus, haben nicht so viel Kontakt vielleicht mit anderen Menschen. Darum ist eben so ein Treffen sehr zu begrüßen. Man zieht sich zurück. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass Sie rausgehen, dass Sie mit Menschen kommunizieren, damit Sie Lebensfreude generieren. Je mehr sie sich zurückziehen, umso einsamer werden sie. Und wir Menschen sind eigentlich am glücklichsten, wenn wir soziale Kontakte haben. Ja? Und das ist so wichtig auch für unsere seelische Gesundheit. Und wenn es Ihnen seelisch besser geht, geht es Ihnen auch körperlich besser. Weil wir ein Nervensystem haben, das das ein bisschen reguliert. Wenn wir immer auch im Angstmodus sind, also so Flucht, Sorge, wie wenn der Tiger hinter uns her ist, dann haben wir auch mehr Spannungen, dann zieht sich die Lunge mehr zu, dann habe ich leichter Hustenanfälle. Und das werden Sie im Alltag schon bemerkt haben, in Situationen, wo Sie Stress hatten. Und dann kommt viel schneller der Husten. Ja? Und es ist wichtig, mehr rauszugehen, das auch vom Kopf her zu entspannter zu sehen und auch Techniken zu lernen. Wie kann ich mich entspannen, dass es nicht zu schnell zu einem Anfall kommt? Oder was mache ich, wenn ich Angst habe, dass der Anfall wieder weggeht? Weil Sie haben sicherlich schon Erfahrungen gemacht, wenn Sie einen Asthmaanfall haben und werden ängstlich und panisch, dann wird er noch größer. Und wissen schon, ich muss mich beruhigen. Das haben Sie sicherlich schon gelernt. Was macht es noch? Ja, es verändert letztendlich auch unsere ganze Stabilität von den Knochen, wenn wir uns nicht bewegen, die Gelenke. Es fängt dann vielleicht mit einer Arthrose noch zusätzlich an, weil Gelenke möchten benutzt werden. Wenn sie nicht benutzt werden, werden sie schmerzen. Ja? Und all diese Dinge lagern sich um ein chronisches Krankheitsbild. Und darum ist es sehr wichtig, dass Sie beginnen, ein bisschen umzudenken und langsam Schritt für Schritt vielleicht mehr wieder in Bewegung zu kommen, als Sie das die letzte Zeit getan haben. Jetzt fangen wir mal so rum an. Überlegen wir mal, was machen Sie schon? Macht jemand von Ihnen Sport? Wenn Sie Krafttraining machen, nicht so hohes Gewicht, lieber niedriges Gewicht. Und ich würde immer drei Wiederholungssätze empfehlen und 12 bis 20 Wiederholungen. 20 finden wir fast schöner für Ihre Erkrankung, weil da kommt mehr Zirkulation und Durchblutung. Und Sie wissen ja, Bewegung ist für die Zelle gut und 20 Mal ist besser als 12 Mal. Also lieber das Gewicht noch ein wenig runter und lieber 3 mal 20. Das kann jeder von Ihnen machen. Gehen Sie einmal noch um den Supermarkt rum und dann erst heim, wenn es ein schöner Tag ist. Und wenn es nicht so schöner Tag ist, gehen Sie gleich heim. Dehnen wegen der Mobilität, ne, also die Beweglichkeit. Und da kann man durchaus in eine Gruppe gehen, da macht es wieder mehr Freude. Und trotzdem ist es wichtig, das auch jeden Tag zu Hause zu machen. Aquajogging, das ist nämlich eine sehr gute Geschichte. Da darf man natürlich schauen, wenn man eben Wassergymnastik macht, dass man danach sich gut abtrocknet, föhnt. Und was ich immer empfehle, springen Sie nicht gleich nach dem Schwimmbad raus. Die meisten Schwimmbäder haben ein Forum, sitzen Sie da noch ein bisschen, kühlen Sie aus. Der Körper schwitzt ja auch ein bisschen nach, der zirkuliert ein wenig nach. Ne? Und dann geht man nämlich verschwitzt schnell ins Auto und hechelt wieder heim. Also da würde ich einfach empfehlen, eine kurze Ruhephase noch, auch nach einem anstrengenden Gymnastikstündchen. Ne? Nicht gleich wieder weiterhetzen, sondern mal kurz zusammensitzen, ein bisschen reden noch, ein bisschen Wasser trinken. Wasser ist immer empfehlenswert nach dem Sport.
dann vermeidet man vielleicht auch eine Erkältung leichter. Und ich denke auch, wenn man das so hört, sind Sie nicht so streng zu sich. Beginnen Sie heute mal zu überlegen, was kann ich denn jeden Tag tun, um diese 30 bis 45 Minuten Bewegung in meinen Alltag täglich zu integrieren. Weil das ist das, was die Studien zeigen, was dann auch hilft und was dann auch wirklich Wirkung trägt. Da darf man auch mal nicht so streng mit sich sein, dass man sagt, so, ich mache jetzt immer Montag, mache ich das, wenn es mal an dem Montag nicht geht, dass man nicht zur Wassergymnastik kann, dann schalten Sie um und machen eine Alternative. Ja? Wenn Sie heute keine Kartoffeln zum Essen kriegen, essen Sie Nudeln. Ja? Da macht man es ja auch und da dürfen Sie auch bei Bewegung umdenken. Einfach, aber jeden Tag, also die Idee ist wirklich jeden Tag, weil Sie wissen das vielleicht aus Situationen, wenn Sie erkältet sind und liegen mal 2-3 Tage, dann ist alles wieder mehr unten und Sie müssen sich aufraffen, um wieder in die Kraft zu kommen, die Sie vor der Erkältung hatten. Und deshalb empfehlen wir wirklich jeden Tag. Und die Idee ist, wenn das eine nicht geht, etwas anderes zu tun. Und am einfachsten ist immer, wenn Sie sehr viele Dinge in den Alltag integrieren.